Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Island. Beim letzten Mal haben wir das erste Level 100% abgeschlossen und jetzt begeben wir uns in das zweite Level. Und be careful, das zweite Level ist nicht blind, denn ich habe das eben schon mal aufgenommen und ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich bin ohne zu sterben durchgekommen. Wirklich. Ich hatte eine rote Münze verpasst, habe aber gesehen, wo die ist. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich werde das offscreen mal schnell nachspielen, damit wir die 100 Punkte haben. Und habe dann währenddessen, oder halt, ne, habe erstmal kurz eine Pause gemacht. Und habe dann gemerkt, hey, irgendwie habe ich meine Tonspur nicht gespeichert. Ja. Und ohne Tonspur kein Video. Also, ich meine, was bringt euch das, wenn ihr mich hier rumfliegen seht, ohne mich reden zu hören? Und jetzt nehme ich es zum zweiten Mal auf. Natürlich sterbe ich jetzt. Natürlich klappt es jetzt nicht. Natürlich geht jetzt alles schief beim zweiten Mal. Weil es hat zum ersten Mal so perfekt geklappt. Und keiner wird es mir glauben, weil ich mich jetzt so dämlich anstelle. Aber es hat wirklich geklappt. Ah, und ich kenne dieses Level jetzt schon in- oder auswendig. Ah, da kommt eine Blume. So. Ach, das ist so ärgerlich. Ich bin doch so dämlich, ne? Ach. Ja. Okay, Entschuldigung, ich musste mich gerade über mich selbst aufregen. Jetzt können wir weiterspielen. So, die Blume da oben können wir abschießen oder halt dran sprengen. Aber ich habe gerade Lust auf abschießen. Und jetzt habe ich den Geist getötet. Was doof ist, weil wir jetzt nicht an die Steine hier drankommen. Weil das Ei, das wir hier haben, brauchen wir für hier, weil hier ist eine Blume drin. Blümchen. Und Blümchen ist wichtiger als Sterne, weil die Sterne kriegen wir auch so alle zusammen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Kommen mehr als 20 Sterne. Plopp, plopp. Okay, Hybrid. So, hier müssen wir jetzt ganz schnell stampfen, was ziemlich dämlich ist. Aber mein Gamepad ist ja so schön mag, wenn ich nach unten drücke. Und denkt sich so, hä, du willst nach rechts. Und dann drücke ich nach unten und es denkt sich so, was, du willst nach links. Und diese rote Münze hier hat er gefehlt beim ersten Playthrough. Hört auf, Mario zu klauen. Yay, hier gibt's Eier. Nom, nom. Ah. Okay, ich probiere mal die Eier, gehen wir hier durch. Speichern hier. Ein Mittelpunkt, sehr schön. Wir sollten jetzt 11, genau, 11 rote Münzen haben. Bei meinem ersten Playthrough waren es hier noch 10, weil ich habe den Namen vergessen. Die Blechbüchse mit der roten Münze auf dem Kopf abgehauen ist. Und deswegen haben eine rote Münze gefehlt, Tutentun. Und das war unglaublich klug. Ich wollte die Gruppe eigentlich auffressen. Egal. Ich habe auch festgestellt, dass man durch diese Ketten hier nicht durchspringen kann. Ich habe es versucht, weil ich glaube, bei Super Mario World, bei den Ball und Chains, konnte man, glaube ich, durch die Ketten durchspringen. Das geht hier nicht. Das macht Yoshi ganz dolles Aua. Und jetzt sollte ich aber echt alle Sterne mitnehmen, damit wir die 30 noch zusammenbekommen. So. Und ich finde es unglaublich beruhigend, dass es einen Sternenkreis gegeben hat. Denn jetzt haben wir einen Speicherpunkt, aber wir sterben. Was wir nicht tun müssen, ist nicht ganz so schlimm. Wobei, okay, wir haben 2 Leben. Ich dachte gerade, wenn wir nur ein Leben haben, wir sterben nämlich doch nicht so klug. Komm her, Koopa. Wow. Hat sich voll gelohnt. Naja. Da sind eh nur Münzen drin in dem Eimer. Von daher ist der mir jetzt egal. So, hier ein kleines Rätsel, das ganz einfach ist. Wir müssen den Stein nach rechts schieben. Aber da ist ein Loch in unserem Wege. Deswegen müssen wir auf den roten Schalter drücken. Ich habe den Stein nur schon mal ein bisschen angerollt, damit wir hier jetzt schnell rüberschieben können. Wobei der Schalter auch respawnt. Von daher ist es eigentlich nicht so dramatisch, wenn es am ersten Mal nicht klappt. Aber so ist auch cool. Yay, geschafft. Okay. Hier ist, glaube ich, nichts gewesen. Außer dieser Typ, der Lava spuckt, die einen, glaube ich, instant tötet. Weswegen ich jetzt lieber schnell hier rüber gehe. Habe ich alle gefressen? Nein. Oh, die können so tödlich sein, diese Viecher. Habe ich jetzt 6 Eier? Kommt jetzt nichts mehr raus? Okay, dann schieße ich den Eimer ab und dann kommt da wieder einer raus. Okay. Und jetzt springe ich in den Eimer. Ich kann das. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Feuer fressen, Feuer ausspucken. Weiterfahren.
Da kommt noch eins. Hab ich's? Feuer fressen, Feuer ausspucken. Okay, da kommt noch eine Schräge irgendwo. Schräge Flamme? Da kommt sie. Okay, ich springe nach oben, hol die Münze. Yay. Flamme, Flamme. Komm her. Okay, und ausspucken. Okay, alles Paletti. Alles gut, ich kann das. Anhalten und einfach gerade hochspringen. Da kann nichts passieren. Das sieht zwar aus, würde meine Nase in der Lava verbrennen, aber in Wirklichkeit passiert nichts. Okay. So, jetzt gehen wir hier drunter und springen da drauf. Und fahren nach oben. Und ja, okay. die blauen Stacheln sind auch One-Hit tot. Ne? Denn schon, dachte sich das Spiel wohl. So, hier müssen wir jetzt runter. Also nicht hier, sondern hier. Ist mir zu knapp. Okay. Runter. Denn hier gibt es rote Münzen. War zwar nicht ganz so geplant jetzt, aber okay. Lava! Ach du meine Schande! Oh Gott. Alles gut. Alles Paletti. Kein Problem. Kommen wir da durch? Da kommen wir durch. Hopp. Oh, das war zu weit. Hopp. Nein. Oh, geh doch einfach nach rechts. Nicht nach oben, nicht nach unten, einfach nur nach rechts. Und ich bin fast da oben dran gesprungen gerade. Und gerade runter. Danke. Naja, halbwegs gerade. Passt schon. Okay. Kettenhundi. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben alles. Wir müssen nur noch an Kettenhundi vorbei. Kein Problem. In die Tür, Yoshi. Fragezeichen? Genau, hier hätte es sogar nochmal 5 Sterne gegeben. Also wäre es nicht mal ein Problem gewesen, wenn Kettenhundi uns gefressen hätte. Beim letzten Mal hatte ich ein Bonusspiel. Komm schon. Yay! Beim letzten Mal hatte ich dieses Rubbelspiel und habe ein Leben gewonnen. Yay! Mal gucken, was wir diesmal bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob mir Leben lieber sind oder so ein Bonusspiel, wo man Items gewinnen kann. Weil ich hätte unglaublich gerne diese 10 Sterne, 20 Sterne zum Auffüllen. Flipcards! Das war... Ah, okay. Hier gab es ein oder zwei Kamex. Volle Eier. Ist gut, aber nicht überlebenswichtig. Fragezeichenwolke ist auch gut, aber nicht überlebenswichtig. Powerblock. Okay, jetzt höre ich doch auf. Ich wollte erst aufhören, wenn wir was wirklich... Nein, Exit. Wenn wir was wirklich Wichtiges haben, aber jetzt haben wir 3 Items. Das ist okay. Die behalten wir mal. Und ich hoffe, beim nächsten Mal bekommen wir dann endlich auch ein paar Sterne zum Auffüllen. Aber gut, so, das Level ging jetzt recht schnell, weil ich es, wie gesagt, schon durchgespielt hatte. Aber meine Aufnahme, ich dachte, ja. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem 3. Level und ich versuche weiter, die 100 Punkte durchzuziehen. Mal sehen, ob wir es schaffen werden. Also dann, ciao, ciao.